Ja, herzlich willkommen in Kainberg. Ah nee, ist ja gar nicht. Ist ja gar nicht Kainberg. Ich lese einfach mal was vor. Also viele haben die Geschichte mitbekommen. Ich musste jetzt eigentlich gleich weg, weil um 13.15 Uhr in Kainberg ein Spaziergang von WDR 5 organisiert stattfindet. Die machen jedes Jahr ein tolles Wanderprogramm über 12 Termine Natur und Kultur. Und ich wurde angefragt von Marc von Hofe, den viele kennen, ob ich das nicht mal da machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, habe nicht darauf geachtet, dass heute eigentlich auch Hambi ist. Okay, ja, das war alles geplant. Es war ein völlig anderer Spaziergang auch geplant. Es war auch geplant von mir, dass ich Menschen mit Fahnen und Transparenten wieder zum Auto schicke und sage, wir machen das heute mal ganz ruhig, ganz anders. Alles schön. Am Freitagnachmittag hatte ich eine Nachricht auf der Mailbox von Marc von Hofe, dass die Wellenleitung von RWE 5, heißt tatsächlich so, von RWE 5, WDR 5, okay. Ja, ich komme ganz durcheinander. Man kommt in diesen, ja, das ist gar, der war gar nicht so schlecht, der war wirklich ein Versprecher, aber irgendwie, der wird heute noch öfter passieren. RWE, WDR, was ist irgendwie, okay. Dass das abgesagt wird, es gab ein paar Gründe, aber das war komisch. Ich habe inzwischen viel telefoniert mit Marc von Hofe, manche werden ihn kennen, 40 Jahre WDR-Mitarbeiter und seit 15 Monaten Rentner, aber er macht trotzdem noch diese Wanderreihe. Er ist persönlich zutiefst betroffen und getroffen über das, was passiert ist. Es gab dann eine Absage an die bis dahin über 80 angemeldeten Teilnehmer. Manche haben sie, wer war denn eigentlich angemeldet, wer wäre denn jetzt in Kallenberg, gibt es, da gehen ein paar Hände hoch, dann haben sie ja diese Absage auch gelesen. Da steht sinngemäß drin, man hätte festgestellt, dass es zeitgleich eine Veranstaltung zum Erhalt des Hambacher Forstes gäbe und deswegen wird die Veranstaltung in Kallenberg abgesagt. Das ist diese unglaubliche Begründung. Und das hat hier eine Dame aus Essen zum Anlass genommen, einen Brief zu schreiben an RWE, den würde ich gerne kurz vorlesen. Und, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ich höre besser auf, genau. Nein, ich kann das auch vorlesen. Mann, ich lese das eben vor. Also jetzt an den WDR, genau, so. Guten Tag, sehr geehrte Programmverantwortliche, sehr geehrter Herr Buro. Was ist denn das? Da wird die Wanderveranstaltung am 14. April in Kainberg kurzfristig abgesagt, weil am Hambacher Forst eine andere Veranstaltung stattfindet. Zwischen Kainberg und dem Hambacher Forst liegen ca. 30 Kilometer. Was ist das für eine Begründung, wenn sich bereits 80 Menschen angemeldet und dafür bezahlt haben? Sie haben Interesse und wollen die einzigartige Kulturlandschaft von und um Kainberg sehen. Wenn in der Kölner Philharmonie ein Konzert stattfindet, sagt der WDR doch auch nicht alle Veranstaltungen im Sendesaal ab. Im Rheinland wird ja tausende Jahre alte Kulturlandschaft unwiederbringlich zerstört. Funde römischer und älterer Kultur weisen auf ein ausgeprägtes kulturelles und reiches Leben in der Region hin. Kein Wunder bei den Böden. Kainberg ist älter als Köln und München und das wird aus einem fadenscheinigen Grund nun nicht gezeigt. Haben Sie Angst? Wovor? Knickt der WDR vor politischer Anweisung ein? Für mich ist das eine unfassbare Entscheidung. Sie zeugt angesichts der Begründung nicht von freier Meinungsbildung und Äußerung. Ein schwaches Bild, das den WDR nicht gut dastehen lässt und zeigt, wie sehr Ihre freie Meinungsäußerung gefährdet ist. Freundliche Grüße aus Essen. Ich finde, der ist nicht in Ordnung. Ich werde heute an manchen Stellen, zum Glück ist Eva dabei, also ich bin jetzt nicht in Kallenberg, wie man sieht, ich bleibe auch hier. Ich werde mich an manchen Stellen sehr zusammenreißen müssen. Ich werde diese Woche von Tag zu Tag wütender. Und wir werden heute einige Gründe sehen, warum. Das hier, die Geschichte, das ist eigentlich nur eine kleine Geschichte. Es geht weiter. Auf dem Weg hierhin hörten wir die 11 Uhr Nachrichten, die 10 Uhr war es, glaube ich, die 10 Uhr Nachrichten. Da geht es darum, dass die Finanzminister der EU irgendwie jetzt einen Klimapakt und weiß nicht was alles, CO2-Reduzierung, man hat das alles gar nicht ganz verstanden. Aber dann kam in einem Nebensatz über das Finanzministerium, Herr Scholz und wie sie alle heißen, dass Deutschland wohl nicht in der Lage sein wird, die Klimaziele 2030 zu erreichen. Und das ist unfassbar. Es ist unfassbar, dass im Jahre 2019 das verkündet wird. Und das ist eigentlich nur so ein I-Pünktchen auf die Sachen aus dieser Woche. Die anderen werden wir nachher erzählen. Ich freue mich umso mehr, dass ihr alle da seid, dass ihr alle da sein werdet. Und es können auch andere Leute nachher ans Mikrofon. Ich habe jetzt schon Wortmeldungen.
Wir werden Wortmeldungen haben von den Teachers for Future. Wir werden Wortmeldungen haben von den Fridays for Future. Wir werden eine Wortmeldung haben von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir müssen diesen Wahnsinn hier im Dorf und da am Tagebau unbedingt stoppen. Und zwar nicht irgendwann 2038, sondern jetzt, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. So. Organisatorisches. Wir brauchen einen Freiwilligen, eine Freiwillige, die unseren Infostand nachher ins Auto packt. Und wir brauchen zwei Personen, die mal die Besucher zählen. Also hier vorne melden, wer sich gerne dazu bereit hält.